Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe euch heute mal wieder was zum Thema Happy Mail mitgebracht. Es ist noch früh am Morgen, von daher wundert euch nicht, falls ich nicht reden kann oder irgendwie die Worte verdreht rauskommen, wie auch immer. Also, wir haben Samstagmorgen. So, für euch wird es ein anderer Tag sein, weil ich die Videos natürlich dann time, dass sie einfach in einer sinnvollen Reihenfolge rauskommen. Aber wir halten fest, es ist Samstagmorgen, ich bin müde. Aber ich bin freiwillig aufgewacht, also von daher kein Geheule. Ja, ich habe euch was zum Thema Happy Mail mitgebracht. Und zwar zwei Stück. Das ist eine Happy Mail und das ist die andere. Ich fange mal mit der einen an. Nein, mit der anderen an und dann mit der einen. Die gehe mal kurz zur Seite hier. So, Happy Mail. Ja, ihr kennt das Thema vielleicht. Ich habe es schon öfter angesprochen. Happy Mail ist das Ding, wo sich Bastler zusammentun. Also, vielleicht gibt es auch in anderen Teilbereichen, aber in dem Fall tun sich Bastler zusammen und die Admins geben ein Motto raus und sagen, hey, heute gibt's zum Beispiel gestaltet Samenpäckchen. Packt auch echte Samen rein. Das ist nämlich diese Happy Mail. Und dann schreibt man rein und sagt, hey, cool, ich mach mit. Der Erste sagt, ich mach mit. Der Zweite sagt, hey, ich sende an die Erste. Die Dritte sagt, ich sende an die Zweite und so weiter und so fort. Und dann ganz zum Schluss, wenn die Aktion geschlossen wird, dann sendet die Erste an die Letzte im Bunde. Und so kriegt jeder von einer fremden Person oder vielleicht auch nicht fremden, aber von einer anderen Person eine Happy Mail gestaltet. Das hier ist meine Happy Mail. Und zwar war das Motto Samenpäckchen gestalten. War eine Happy Mail Vintage-Gruppe. Und zwar geht es da darum, dass man einfach, ja, x Samentütchen irgendwie schön macht oder umgestaltet oder eigene macht oder whatever. Das Schöne an der Gruppe ist, die sind alle so Bastelprofis, dass die irgendwas Cooles daraus machen. Deswegen bin ich mega gespannt, was ich kriege. Aber ich kann euch jetzt natürlich meins zeigen. Das, was ich gestaltet habe. So, und zwar habe ich hier kleine Tütchen gestaltet, habe hier einen kleinen Verschluss dran gemacht und da drin befinden sich dann die tatsächlichen Samen. Ich habe mich für, zeige ich euch gleich, ich habe mich dafür entschieden, eine Nektarwiese zu verschenken. Ein bisschen was für die Bienchen und Schmetterlinge. Vor allen Dingen Schmetterlinge. Und ich habe mich dafür entschieden, Sommerblumen noch mit dazu zu geben. Weil nicht jeder möchte jetzt irgendwie Obst oder Gemüse ziehen. Das ist jetzt auch schon ja, bald Ende Mai. Da noch Gemüse vorzuziehen, ist echt spät. Kann teilweise noch klappen. Und mit Blümchen klappt das auf jeden Fall. Genau. So, das heißt, die streut man ins Freiland. Man kann sie auch theoretisch, selbst wenn man in der Wohnung wohnt, irgendwo im Park auf einer Wiese streuen oder in ein Beet streuen. Man muss allerdings ein bisschen den Boden anrauen, dass sie in den Boden fallen. Genau. So, diese Samentütchen habe ich aus teegefärbtem Papier gemacht. Auch hier sind wieder Samen dran. Habe ich aus teegefärbtem Papier gemacht. Hier so einen kleinen Verschluss dran gepappt. Und Atelier des Arts habe ich bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber Leute, seht es mir nach. Ich hatte Latein in der Schule. Französisch hatte ich nicht. Von Stamperia, ja, das Papier habe ich dafür genutzt. Oh, ihr seht es. Habe das einfach nur in der Mitte geteilt. Und was ist in der Mitte? Also an der Schnittkante geteilt, sodass es, wenn es geschlossen ist, das Tütchen, dass das Bild wieder ganz ist. Ja, und hinten Beschreibung drauf. Ich habe die Beschreibung ganz locker aufgeklebt, also so, dass man hier so drunter fassen kann. Dann kann man sie abzupfen. Also sie ist zwar immer ordentlich festgeklebt, aber nur punktuell. Das heißt, man kann theoretisch die Samentütchen auch wieder weiter benutzen. So, dann dachte ich mir so, Samentütchen ist ja schön. Aber erstmal habe ich eine schöne Halterung dazu gemacht, auch wieder mit dem gleichen, aus dem gleichen Papierset. Und ich habe noch ein kleines Mini-Büchlein dazu gepackt. Wie ich finde, passt das hier zu dem Thema ganz gut. Ich habe noch einen kleinen Charme da dran gehängt. Flowers need time to blossom. Und das ist dann einfach so ein Mini-Notizbüchlein, gar nicht viel mitgemacht, einfach wirklich so zum irgendwo ins Journal packen und ein bisschen was schreiben. So.
Das kleine süße Ding macht sich auf zu Biene der Harder. Die hat nämlich, ja, den letzten Post in dem Post kommentiert. Nein, den letzten Kommentar geschrieben. Und deswegen bekommt sie von mir das Handpäckchen. So, aus einer anderen Gruppe. Und zwar ist das die Happy Mail Deutschland Gruppe. Da war die Aufgabe Vintage Tags. Drei Vintage Tags. Ja, Tags an sich finde ich ja ganz interessant. Aber irgendwie sind sie cooler, wenn sie gefüllt sind. Dachte ich mir so. Dementsprechend habe ich zu meinen drei Vintage Tags drei verschiedene Sachen gemacht. Man sind alle zum Aufbinden gedacht. Ich habe ein schönes Digitalpapier verwendet, wo ich zufällig noch ein paar Ausdrucke hier hatte, die ich nicht in den Journal gepackt habe. Und habe ein Designpapier als Hintergrund verwendet und ein bisschen gefärbte Buchseiten. So, nun habe ich mir gedacht, wenn es schon um das Thema Tags geht, mache ich das doch einfach so. Ich packe in die Tags weitere Tags. Also weitere Tags, die man dann einfach selber gestalten kann. Und die neue Besitzerin, das ist nämlich Katja Raser. Hey, ich darf das Video natürlich nicht morgen rausbringen, weil sonst erreicht das Video vielleicht die lieben Beschenkten, bevor sie die Sachen in den Händen halten. Das wäre ungünstig, deswegen dieses Video kommt nächste Woche. Dann, wenn es auf jeden Fall sicher da ist. Ich werde es nämlich auch gleich mit in die Post nehmen. Alli, weil ich nämlich gleich Dani vom Bahnhof abhole. Dani von Crafty Siren besucht mich heute. Wir wollen zusammen basteln und ein Konzert besuchen. Naja, und auf jeden Fall ist dann Gelegenheit, es zum Bahnhof zu bringen. So. So gefällt es mir wieder. Der zweite Tag. Der zweite Tag ist sogar doppelt zugebunden. Und zwar haben wir einmal die Seitenbindung, die ganz normale. Da hatte ich halt oben auch überlegt, ob ich zwei Schleifchen dran mache. Das sah aber irgendwie doof aus. So, ich habe euch den gar nicht von hinten gezeigt, ne? Hier ist ein bisschen zum Thema Beleuchtung. Das Schleifchen kannst du mal aufgehen. Der Leinenstoff ist ein bisschen zickig. Hier oben kann man ihn aufmachen. Ne, gehen wir dadurch. Und auch hier seht ihr, ich habe ja, kleine Täschchen reingemacht, kleine Pockets. Und auch hier findet ihr ein weiteres Designpapier. So, zack. Und ja, Blanko-Tags. Ja, auch ein paar aus dem Stamperia Secret Diary Papier. Die finde ich total schön. Ich werde dieses Papier, glaube ich, wieder kaufen. Das ist einfach mega schön. So, das Einzige, was man hier machen muss, dadurch, dass es doppelt zu ist, muss man das hier nochmal durchfummeln. Huch. Ein bisschen nicht so extrem, ne? Nicht so extrem fummeln, nur ein bisschen fummeln. Heavy Fummeling, nee, eben nicht. So. Dann hat man hier oben wieder seine kleine Textschlaufe. Schwuppdiwupp. Und an der Seite wieder ein Schleifchen. Ja, dieses Video hier, das hoffentlich wird keiner wahnsinnig mit meiner Art, Schleife zu binden. Bisschen grundschülermäßig. Kindergarten? Naja, egal. Also ich habe im Kindergarten Schleife binden gelernt. Weiß ich noch. Und meine Erzieherin hat mich da hingesetzt. Ich musste Schleife binden üben. Ich wollte eigentlich spielen gehen. Die hat mich aber erst also wieder spielen lassen, als ich die Schleife vernünftig gebunden hatte. Und das hat echt gedauert. Ich hatte nämlich überhaupt keinen Bock. Kennt ihr das, wenn ihr keinen Bock auf irgendwas habt? Und ihr müsst es doch machen, weil, keine Ahnung, weil es halt nötig ist, weil Besuch kommt, muss man die Bude saugen, weil. Wie auch immer, es dauert dann einfach mal doppelt so lange, wie es normalerweise dauern würde, wenn man es eigentlich normal lernt. Ne? So, ich stecke hier so einen Rand. Zack. So, dritter Tag. Ohne Schleife. Ohne Schleife. Hier haben wir das Thema Engel ein bisschen aufgegriffen. Hinten Federn, vorne ein Engel. Ist aus dem gleichen Designpapier. Das ist so ein ganz tolles Ding mit, weiß ich, ich glaube, da waren sogar 60 Seiten drin, 60 Bilder. Zu verschiedenen Sachen. Also hier, wir haben ja gerade gesehen, Blumen, Lampen, Engel, Federn, dann noch ein bisschen Landschaften. Ja, so. Und dieser Tag hat auch wieder Tags in sich. Oh, wer hätte es gedacht? Nein, ich habe tatsächlich versucht, einfach wirklich also ich habe drei verschiedene Arten von Papieren genommen und unterschiedlich große Tags hier gemacht. Einfach,
dann hat Katja hier was zum Weiterverbasteln, ne? Also, weil man braucht immer Tags, also Tags braucht man wirklich immer. Und dann hat sie eine kleine Tagsammlung. Natürlich kann sie die Dinger ausschlachten hier, die Tags für was anderes benutzen und die großen gestalteten Tags halt, was weiß ich, in Journal packen und was ganz anderes reintun. Wie auch immer, kann sie alles machen. Das ist ja denn ihr überlassen, ist ja ihre Happy Mail, ne? Was ist das Schöne an einer Happy Mail? Man bekommt was. Ne? Meistens auch ein total schönes Material. Einen lieben Gruß dazu. Ja, und wenn einem das halt nicht gefällt, ne? Also wenn der Katja jetzt, keine Ahnung, das Engelsbildchen nicht gefällt oder irgendwie sowas, dann klebt sie halt was drüber. Der Tag an sich ist ja fertig. Ne? Man kann ihn natürlich umgestalten, man könnte ja noch ein Siegel drauf knallen, noch ein Stempel, noch ein was auch immer. Also hier geht noch einiges. Speziell natürlich mit den ungestalteten Tags da drin, aber auch mit den Tags kann man natürlich jetzt, wenn man die als Happy Mail bekommt, man muss sie nicht in den Schrein stellen und für immer irgendwie anbeten. Also manche Sachen stehen tatsächlich bei mir im Schrank und ich gucke sie immer und oft an, weil sie so teuer sind. Aber wenn man sowas hier bekommt, ne, das ist was zum in Journal reinpacken, das ist nichts zum in den Schrank stellen und anbeten. So, das packt man in Journal rein und vielleicht auch in Journal, was man verkauft oder verschenkt. Und dann haben sie halt einfach einen neuen Dienst getan und das ist völlig in Ordnung. Dementsprechend kann ich nur Werbung dafür machen. Leute, kommt in coole Happy Mail Gruppen. Das macht total Spaß. Ich freue mich jedes Mal einen Keks, wenn ich eine Mail bekomme, so hey, die Sachen sind angekommen, voll toll, kann ich super gut gebrauchen. Dann hat sich meine Arbeit hier gelohnt, weil einfach ich habe jemandem eine Freude gemacht und die Sachen werden weiter benutzt. Besser geht's doch gar nicht, oder? Also, ja, liebe Leute. Damit entlasse ich euch aus diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hab extra für euch hier eine neue frische Schreibtischunterlage genommen, damit das hier hübsch wird. Ihr wolltet nicht wissen, wie die vorher aussah. Ich habe viel gebastelt. Ja, und ich entlasse euch aus diesem Video. Lade euch herzlich ein, euch mal Happy Mail Gruppen bei Facebook anzugucken. Macht mega Spaß. Und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.